So, Annabelle, jetzt haben wir hier den Schritt. Das Pferd geht in eine Vorwärts-Abwärts-Dehnung mit der Nase in Richtung Vorwärts. Das Pferd ist losgelassen, ist nicht mehr nervös, nicht? Du? Bist du nervös? Aber egal, das legt sich gleich. Dann reitest du dich warm, dann geht das alles. Also auch hier wieder, warum? Und so hört man das oft, warum denn ein Pferd erstmal in die Tiefe reiten, wenn wir das doch später sowieso nach oben hin arbeiten? Warum? Diese Zusammenhänge sollte jeder Reiter oder Reiterin wissen, dass also über die Halsdehnung, Dehnung des Pferdes, dass also das Genick öffnet, vorwärts, abwärts sich dehnt, dann die Halsmuskulatur, jetzt mal so ganz ohne tierärztliche Vorkenntnisse, die obere Halsmuskulatur ist ja an den Fortsätzen, Dornfortsätzen des Widerristes angeheftet. Und wenn nun das Pferd den Hals dehnt, nach vorwärts, abwärts, nicht aufrollt, dehnt, ziehen also die Dornfortsätze der Widerrissknochen dann die Muskulatur der Rücken nach vorne. Und dadurch gibt es eine kleine Anspannung über den Rücken. Wir haben sicherlich schon Schulpferde gesehen, die ja nun die 4-5 Stunden am Tag einen Schulreiter, der nun jetzt nicht so viel auf dem Pferd gesessen hat, tragen muss. Die Pferde gehen alle mit erhobenem Genick. Das ist wirklich das Genick, immer der höchste Punkt. Aber warum machen die das? Die sind aber nicht durchs Genick, um ihren Rücken zu schonen. Die lassen den Rücken durchfallen, da gibt es keine Schwingung mehr und so bewegen die sich dann. Wir wollen aber das andere. Wir wollen den Pferden das leicht machen, indem wir sie halt eben in Vorbereitung vorwärts, abwärts reiten, um sie später über die vermehrte Hinterhandannahme den Rücken schwingen lassen und da mehr mittragen können. So, jetzt haben wir den Schritt gesehen, der ist in einem ganz klaren Viertakt. Wir müssen natürlich im Vorhinein immer daran denken, dass der Schritt nicht durch Festhalten an den Zügeln in Mitleidenschaft gezogen wird. Die meisten Reiter vernachlässigen den Schritt. Und in den Prüfungen ist oft der Schritt dann eben mit 2 multipliziert. Und daran muss man denken, das ist eine einfache Art, das Pferd mal einfach so im Schritt zu belassen und später dann das Pferd, wenn es die Anlehnung aufgenommen hat, ohne sich aufzurollen, ohne gegen die Hand zu gehen, ohne den Schritt rückwärts zu gehen, dann eben vorwärts durch das Genick treiben lässt. So, jetzt treibst du mal so ein bisschen mehr. So, weich, weich, nicht zu viel. So, jetzt haben wir den Schritt um eine Note verbessert. Okay. Und die Zügel nimmst du auf, die kennen alle, Zügelführung kennen sie sicherlich alle. Sie reitet jetzt 2-2 und da gibt es natürlich die Zügelführung 3-1, wie das früher so gewesen ist. Dann gibt es sie mit einer Hand. Das hat alles was mit den früheren militärischen Übungen zu tun, wo also dann das Pferd präsentiert werden musste. Aber da sind wir drüber weg, hoffe ich. So, jetzt traben wir mal an und du musst dich loslassen, du musst dich einfach von dem Pferd tragen lassen und du musst das Gefühl, das das Pferd dir gibt, einfach annehmen, sodass du im Sattel einfach mitgehst in die Bewegung. Und dann treibt man so ein bisschen hinterher und dein Pferd ist ja sensibel genug, um deine Hilfe anzunehmen. Nicht zu viel, war immer noch im Schritt. Gehen wir nochmal Schritt. Wir wollen den Unterschied, der geht ja nun jetzt zur M-Dressur, den Unterschied zwischen einem Schrittverstärkung, starken Schritt, mal loslassen vorne, treibt mal ein bisschen hinterher, Annabelle, ein bisschen mehr treiben, so, nach vorne schauen, dich loslassen, so. Jetzt haben wir den starken Schritt mit einem guten Übertritt und dann nehmen wir den Schritt zurück zum verkürzten Schritt, du sitzt groß, parierst langsam, ganz langsam zurücknehmen, so, das Pferd nimmt das jetzt willig auf, dabei sollte aber der Takt im Schritt gleichbleibend sein. So, ja, aufnehmen, Parade, gib nochmal eine Parade. So, ja, lass mal die Gerte dran, mal gucken, wie er reagiert, nimm mal die Gerte. So, reagiert sehr positiv, sehr gut, sehr schön. Und dann trabt man an. Es ist immer sehr wichtig, wenn man eine neue Lektion, eine neue Übung mit dem Pferd macht, dass man immer, aber auch immer das Pferd versammelt. Das heißt, das Pferd muss wissen, jetzt kommt was Neues, jetzt musst du aufpassen, ob das nun Trab oder Galopp ist, das ist egal. Oder ob es versammelter Schritt ist, so ist gut. Jawohl. Einmal Handwechsel.
ich muss mir das immer mal ein bisschen, ich kenne die Reiterin nicht, ich kenne das Pferd nicht, man muss sich dann dahinter immer ein Bild machen, um nicht voreilig ein Urteil zu fällen. Beim Reiten ist es auch ganz wichtig, dass man mal Fehler machen darf, aber man muss auch schon mal einen Fehler machen, um zu erkennen, was habe ich denn überhaupt gemacht. Wenn ich immer nur so gedrillt werde, ich muss nur gut machen, dann verliere ich nachher die Übersicht und weiß dann nicht, was ist denn überhaupt schlecht. Nicht, dass der Reitlehrer immer sagt, schlecht. So, sie lässt sich hier immer ein bisschen mehr los, wenn man uns nicht so stark auf sie konzentriert. Sie sehen, das ist toll. Gut so. Du könntest mal so ein bisschen mehr lang sitzen, das heißt, du drückst das Knie so ein bisschen nach hinten etwas, damit du da eine Stabilität bekommst, ganz genau. So, nochmal Handwechsel über Schlangenlinien durch die ganze Bahn. Hier wird immer mit halben Paraden beim Durchreiten der Mittellinie gemacht, leicht. So ist gut. So. Sehr schön, ganz prima machst du das, Annabelle. Jawohl. Gut. So, jetzt mal so ein frisches Arbeitstempo reiten, vorwärts reiten. Mal nur loslassen, nicht zu viel. So, nicht zu viel. So, ruhig, jawohl. Vorsichtig und ruhig mit den Händen. Immer vorbereitend arbeiten. Das Pferd weiß ja nicht, was kommt. Also die halben Paraden oder Viertelparaden oder Achtelparaden dienen doch nur immer der Vorbereitung. Es kommt wieder was Neues. Sehr gut. Warum hast du das gerade gemacht? Das Hinterbein wollte sie ranholen. Gut gemacht. Das war gut. Also das muss man schon mal machen. Der hat dadurch, dass er nur eine Schlangenlinie gemacht hat, ein bisschen an Aktivität aus der Hinterhand verloren. Das hat sie gut gemacht, das sehr früh erkannt und bringt das Pferd immer in etwas mehr relativer Aufrichtung. Wir sehen das. Langsam. Gehen wir mit beiden Händen jetzt einfach vor, in Richtung Maul. Nur die Hände vor. Richtung Pferdemaul, das ist jetzt Genick. Nicht zum Pferdemaul, langsam und wieder aufnehmen. Einfach nur mal so eine Pferdelänge, nicht mehr. Nochmal Handwechsel. So, Parade, schön sitzen, halbe Parade und dann gibst du die Hand etwas vor. So, genau. Und hieran erkennt man dann als Reiter, immer wieder ist dieses Pferd in Selbsthaltung oder ist es zu stark auf der Hand. Läuft das Pferd weg, bleibt es beim Reiter, sodass also der Schwerpunkt der Reiterin mit dem des Pferdes immer näher kommt. Je höher die Versammlung, desto mehr wird der Schwerpunkt der Reiterin nach hinten gebracht, nach hinten zur Hinterhand verlagert. Aber bildlich sieht es so aus, als wenn dann der Reiter bergauf reiten will. Also das gefällt mir gut, machen wir ein paar Lektionen. Man fängt da meistens dann mit Schulter herein an. So, dann geht die Hand etwas vor, dann macht man das an der nächsten Seite, machst das nochmal, leichte halbe Parade, der innere Schenkel arbeitet zum äußeren Zügel, weich, nicht festhalten innen, so, gut, da darfst du ruhig mal die Gerte etwas benutzen, dran lassen, so, nicht zu doll, gut, Handwechsel, so, erst macht man so die einfachen Linien, die einfachen Sachen mit einem Pferd. Und da machen wir dann auf der linken Hand das Gleiche. Und man muss immer feststellen, ob das Pferd den Punkt der gerade Richtung auch schon kennt. So wie der hier aussieht. Sehr gut. Gut, beim Schulter rein, das kennen Sie. Schulter rein, da sieht man dann, wenn man da vorne vorsteht oder hinten, nur drei Spuren. So die Diagonale, äußeres Vorderbein und inneres Hinterbein. Ist diagonal und bildet eine Linie. Und die anderen beiden, das Vorderbein und das Hinterbein, bildet die nächste Linie. Also drei Linien, das ist korrekt. So, an der langen Seite mal eine Volte. Mal schauen, ob das hier geht. Langsam, so. Einleiten, Parade vorher. Leicht die Hand, leichte Hand. Noch leichter innen etwas, so, genau. Ja, mit dir kann man ja fast nichts machen, du kannst ja alles. So. Jetzt mal durch die Bahn wechseln und leg mal so ein klein wenig. Nein, das war zu viel.
Bei dem brauchst du ja praktisch nur denken, langsam, langsam, nicht so doll. Jetzt kriegst du Hilfe von allen Seiten, hast du gemerkt? So langsam, Ruhe, 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 entwickeln, nicht? Entwickeln, nicht? So langsam, langsam. Das Problem liegt immer daran, wenn man sagt, Trabverstärkung, da meinen alle, sie müssten von hinten so viel powern, dass sie auch wirklich vorne treten wie Totilas. Das geht nicht. Das macht man nicht. Man entwickelt, man will in der Trabverstärkung eine Dehnung erfahren. Das heißt, das Pferd wird insgesamt länger und kann dabei auch mehr Raumgriff bekommen, weil es besser übertreten kann. Und nicht, dass die Hinterhand nicht mitkommt und die Vorhand geht nach oben hin, die Pferde strampeln durch die Gegend. Das ist meines Erachtens nicht, dass wir meisterhaft, so sagen wir das. Meisterhaft im umgekehrten Sinne ja, aber das ist eine Sache, die wollen wir nicht. Das entspricht nicht der pferdegerechten Ausbildung. Gut, das machen wir nochmal. Reize ein. Nein, nicht so viel pushen, nicht? Du reize einfach vorwärts und gehst mit der Hand mit. Mach das mal. Geh mal mit der Hand mit. So. Okay. Das ist doch sympathischer. Und wenn du dann jetzt das Pferd an der kurzen Seite zu sehr zusammennimmst, dann kriegst du scheinbar ein bisschen mehr Schub und das Pferd geht in Verspannung. Dann ist die Losgelassenheit weg. So. Okay, alles sehr gut, das sieht super aus. Und jetzt fangen wir mal mit Traversalen an. Da, wo du die am besten kannst und auf der Hand fängst du damit an. Sehr gut, Annabelle, sehr schön gemacht. Die innere Schulter mitnehmen etwas, lang das Bein. Sie müssen jetzt mal sehen, das Pferd fängt jetzt an zu kauen. Es kriegt immer mehr Vertrauen und wir machen das nochmal durch die Bahn wechseln und du machst nochmal diese Traversale von unten. Das heißt, du musst also nicht dann, wenn du in die Volte reingehst, in das Abwenden, nicht das Pferd tiefstellen, halbe Paraden, so leichte halbe Paraden und abwenden einfach, so und dann seitwärts rein, nicht festhalten. So, jetzt stellst du nach innen, lass die linke Schenkel zurück und sitzt innen. Lass los vorne, weg die Hände. So, nicht? Meistens wird immer zu sehr gestört, je mehr man mit der Hand am Maul ist. So, ganz genau. Wir machen das normal. In der Reiterei gibt es nur Fleißarbeit. So, locker, so ist gut. Alles gut, lass das alles so. Jetzt machen wir Folgendes. Du drehst dann eine Volte in der Ecke, eine große Volte, damit du erstmal die Wendung bekommst. So, eine Volte, ganz locker, weich, nicht eilig. Nicht? Guck mal, Voltenreiten ist schon schwierig. Nochmal eine. Ganz locker. So, dass du erstmal die Anlehnung in dieser Wendung bekommst. So, und jetzt gehst du von dieser Volte aus einmal in die Traversale. Laststellung und Biegung wie in der Volte. So, das ist gut. Mitgehen mit der Hand. Weich dran lassen, aber mitgehen. Komm, jetzt darfst du die Gerte. Du darfst jetzt die Gerte etwas benutzen. Das macht nichts. So, lass mal die Gerte etwas anlehnen, lehnen. Anlegen und anlehnen, nicht zu doll. So, jetzt machen wir das von der linken Seite. Das wird jetzt ein bisschen besser klappen. So, ruhig, die Hände schön tief lassen, alles so gut lassen. Jetzt mal wieder Traversal an. Ganz locker, so, und gehen lassen, so rüber. So, gut. Nicht zurückziehen, niemals. Lieber von hinten das Pferd etwas zum Arbeiten fordern. So, und jetzt legen wir nochmal zu, das Bein ein bisschen dran. So, und gehst mal mit der Hand vor, Tritte verlängern, so mitgehen mit der Hand, so. So, und jetzt nimmst du die Hand mal ein bisschen mehr am Maul und legst nochmal zu. So ein bisschen, so, leg mal das Bein ein bisschen an, so, gut. Ja, wir könnten jetzt sagen, ach, der läuft jetzt so ein bisschen dahin, nicht? Aber wenn du jetzt das Pferd aus der Versammlung, geh mal ein bisschen mehr in die Versammlung, etwas zurück, so, ja, so, beizäumen, etwas, da kann man ein Pferd, wenn es etwas unbequem wird, in dieser Haltung etwas runder einstellen, damit man mehr Sicherheit hat, das Pferd dann besser über den Rücken arbeiten kann, ja, mach das mal gut so, So, und dann lässt du mal die Gerte anlegen, einfach so, dass die Gerte auf die Gruppe fällt und lässt das Pferd nicht so viel nach vorne gehen, einfach mehr zurückholen. Ja, vorsichtig. Anlehnung, nicht ruckweise. So, nochmal ein bisschen.
So, weiter. Also der hat ja schon was erfahren. So, weiter. Gut. Komm, bleib mal dran hinten. Lass mal los vorne. Los. So, bleib mal dran hinten. Die Gerte mal ein bisschen. Ja, komm. Und dann legst du mal zu jetzt. Jetzt dran lassen. So, gut. So. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt legst du einfach mal ein bisschen mehr zu. Einfach, wir wollen mal gucken, ob er in die Dehnung geht. Die Hand geht aber weich mit. So, lass mal gehen. So, so. Okay, gut. Das war schon ordentlich. So, jetzt gehst du mal auf den Zirkel und dann lässt du die Zügel aus der Hand kauen. Und jetzt schauen wir mal, ob das Pferd dann bei dir bleibt. Langsam, leicht traben, so, und die Zügel aus der Hand kauen lassen. So, das als Prüfstein dafür, dass dieses Pferd also wirklich ordentlich aus der Hinterhand über den Rücken in die Hand gearbeitet hat. Fühlst du dich wohl? Dann ist gut. Das ist immer eine gute Frage. Ich kenne auch Reiter, die haben auch so ein dolles Gefühl und es geht nicht. Aber wenn ein Pferd so geht, so mal durchparieren zum Schritt, langsam, langsam, so. Nicht? Auch das hier, trab doch mal an, das musst du etwas langsamer gestalten. Damit also bei allem, was man macht mit einem Pferd, niemals eine nicht gewollte Anspannung entsteht. So, das ist so gut. Und dann lässt du mal los. Lang, weg die Hände, noch wecker. Lass los. Annabelle, lass mal los. So, gut. So, dann geht er doch zufrieden. Das, wir wollen ein zufriedenes Pferd haben. Und wenn wir kein zufriedenes Pferd haben, dann tritt nämlich ein, was bei vielen passiert, dann wird das Pferd scheinbar Zufriedenheit gebracht, indem man es fordert. Und dann findet eine Überforderung statt. Und das geht auf die Substanz eines Pferdes. Da verletzt man das Pferd an den Sehnen, an der Muskulatur. Jetzt haben wir eine Zeit lang gearbeitet und man muss dem Pferd eine Ruhepause gönnen. Die kann man am besten damit verbinden, indem man Schrittlektionen reitet. Man lässt erstmal dem Pferd totale Freiheit im Schritt, damit man sieht, aha, der läuft nicht weg, der ist bei mir. Und dann nimmt man das Pferd auf, Annabelle, und dann reitet man Schrittlektionen. Das heißt, man verkürzt den Schritt, man versucht, Schrittpirouetten zu reiten, um diese Lektion auch mal zu machen. Das kann man in der Ruhepause gut machen. Man nimmt das Pferd aber auch auf etwas, so. Denn wenn man ein Pferd zu lange arbeitet, verkrampft sich die Muskulatur. Die Muskulatur lässt keine Durchblutung mehr zu. Und dann gibt es natürlich Muskelkater oder kann es geben. Und das tut dem Pferd weh. Es widersetzt sich dann und dann wundert man sich, was ist denn da passiert? Da ging das so 10 Minuten, eine Viertelstunde super und auf einmal will er nicht mehr. Der ist ungehorsam. Also da trägt dann natürlich bei, dass der Reiter genau weiß, was sein Pferd ihm sagen will. Nämlich, es tut ihm muskulär weh und es braucht eine Pause und dann geht es von neuem los. So, jetzt machen wir mal gleich ein paar Schrittpirouetten. So, diesen verkürzten Schritt, das ist gut. Also jetzt hast du da den Schritt, du hast ihn da jetzt einfach so rumgenommen, du musst das Pferd aufnehmen und da muss das Pferd ja mit dem äußeren Hinterbein vor das innere Bein treten und hier so rumgehen, okay? Und man muss auch nicht so viel arbeiten dabei. Man setzt sich nach innen, pariert es etwas ab und lässt das Pferd arbeiten. Aber es darf nicht ausfahren, langsam, 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 so. Du hast ja die Gerte jetzt an der linken Seite und wenn du jetzt dahin reitest, um eine Schrittpirouette zu machen, legst du mal kurz die Gerte an, damit das Pferd im Hinterbein etwas fleißiger wird, legst den äußeren Schenkel hinter den Gurt und führst das Pferd vorn rum. Nicht nach vorne gehen lassen, nicht? Wenn das Pferd zu viel nach vorne geht, dann nimmt man den äußeren Zügel und begrenzt das Pferd nach vorne. Geht das Pferd zu schnell rum, nimmt man den inneren Zügel, um eine Anlehnung zu bekommen, damit das Pferd dann sich am Zügel orientiert, dass es nicht zu schnell rumfliehen darf. Machen wir gleich nochmal. Groß sitzen. Vor allen Dingen musst du groß sitzen, aufnehmen und eine Schrittpirouette. So. Das ist in der älteren Sur für die Hinterhandswendung sehr wichtig. Aufnehmen, nicht nach vorne gehen lassen. Parade, Parade, äußeres Bein. So, das ist schon mal ein bisschen besser, aber er weicht ein bisschen aus. Er muss dann aber auch erkennbar noch nach vorne treten. Okay, mach nochmal einmal. Ja, manchmal erscheint er so langweilig, aber
das ist nun mal so. Wenn du jetzt so besser, wenn du jetzt Springreiterin wärst, dann würde ich sagen, her die Stangen, jetzt rüber. Das ist einfach. Das ist einfach. Deswegen ist es viel zu einfach. Wir haben Starterfälle von über 100 in Springprüfungen. In Dressurprüfungen sind wir Gott sei Dank noch nicht so weit. Aber das ist scheinbar alles so einfach. Aber es ist genauso schwer, einen guten Sprung zu machen, als dressurmäßig ein Pferd auszubilden. So, wieder Schritt, und dann nehmen wir nochmal einen Versammelschritt und galoppieren. Auch hier wieder das Vorbereiten, dass das Pferd Bescheid weiß, ach, jetzt kommt was Neues über kleine Paraden. Man sagt immer halbe Paraden. Es gibt ganze Paraden, es gibt halbe Paraden, es gibt Viertelparaden, es gibt Achtelparaden. Ich sage immer nur so viele Paraden, wie ein Pferd mir sagt, muss ich geben. Der reagiert ja sehr, sehr prima. Ruhig, ruhig. So, langt das Bein, groß sitzen, so, schön groß sitzen, Bauch raus, nicht im Galopp hinter die Bewegung, komm ganz locker, stell ihn ein bisschen tiefer, so, das kann er, so, und locker. Und selbstverständlich reiten wir auf den Zirkel geritten, weich an die äußere Hand, weich, so, spielen. Kannst du stricken? Georg Wahl, ich weiß nicht, ob die den noch kennen, das war der Trainer von Christine Stückelberger. Der hat immer gesagt, du musst stricken. Stricken. Aber du musst ja mal deinen Vater oder was sagen, der soll mal stricken üben und dir das lehren. Das heißt, aus dem Handgelenk und Fingerfertigkeit, sodass das Pferd also wirklich mit weicher Anlehnung nun tatsächlich sich etwas beizäumt. Und man muss dann aufpassen, ob man auch aus der Hinterhand genug Power bekommt. Etwas. Und nicht zu viel. So weiter. Und jetzt auf den Zirkel gehen. Jetzt, dieses Pferd ist von sich aus so ein bisschen rückwärts gegangen. Das haben Sie gesehen. Und hier muss sie das erstmal korrigieren, indem man erstmal die Hilfe zum Vorwärtsreiten gibt. Und nicht zu viel stellt. Nochmal um Zirkel. So, zum Arbeitstempo. Genau. Gut. So, nicht zu doll ziehen innen, gerade gerichtet sein ist eine der schwierigsten Übungen, weil die Hinterhand absolut korrekt der Vorhand folgen muss. So, ganze Bahn, Parade außen und mal vorwärts und mal zulegen, so, komm, so, genau, das Pferd muss sich einfach befreien, aufnehmen, groß sitzen, gut machst du das. So, jetzt mal durch die Bahn wechseln, ist egal wie, und dann machst du mal einen fliegenden Wechsel. Gut. Da hat sie so ein bisschen Manschetten vorgehabt vorher, aber das war doch tadellos. So. Und jetzt machst du einfach mal auf den Zirkel geritten, langsam, schön groß werden, sehr gut, sehr gut. Innere Schulter geht vor, immer deine Schultern mit denen des Pferdes übereinbringen. Gut so. Jawohl. So, und dann parierst du mal durch den Schritt. Gut gemacht. Und wieder neu angaloppieren. Etwas zusammennehmen, langsam warten. Nicht? In dieser Phase kann ich deutlich feststellen, was verlangt mein Pferd. Manche Pferde, die kommen zum Schritt, fangen dann an zu zackern, sind nervös. Aber dies ist ja ideal, was er macht, Annabelle. Den hast du ja gut, sehr schön ausgebildet. Das ist sehr gut. So, nochmal Handwechsel. Ein Grundproblem. Wir haben jetzt hier ein Grundproblem gesehen. Die kam da mit dem Sporen und dann hat er sich mal erst dagegen gewehrt. Stimmt's? Ja, ne? Das macht er gerne. Du brauchst das gar nicht wiederholen. Du brauchst nicht wiederholen. Hier haben wir jetzt ein Problem. Nein. Nicht wiederholen und tust es doch. Ja, da muss man immer aufpassen. Man muss, also wenn ich weiß, dass mein Pferd sich schief macht, dann muss ich erst mal gerade reiten. Und dann kommt ein Hauptpunkt dazu. Viele Reiter benutzen immer die Diagonale. Halbe Bahn wechseln, ganze Bahn wechseln, Mittellinie manchmal. Aber die Bahn hat so viele Linien. Und wenn ich mit einem Pferd etwas einstudiere und trainiere, vorausgesetzt alle anderen Dinge stimmen schon einer Ausbildungsskala, dann nehme ich andere Linien. Denn wenn auf der Diagonalen dann etwas passiert, was dir jetzt passierte, das behält das Pferd. Ein Pferd hat ein unglaubliches Gedächtnis. Deswegen muss man einem Pferd aber auch
das Training so derart gestalten, dass man Lektionen, wenn man die erarbeitet, häufig hintereinander macht. Nicht mal einmal hier und dann 10 Minuten später und es passiert immer der gleiche Fehler. Nein, man versucht, einen Fehler zu vermeiden und wiederholt im positiven Sinne immer wieder diese gelungene Lektion, die gelungene. Und sowas darfst du ja gar nicht wiederholen, dass zweimal den gleichen Fehler gemacht. Hast du das gesehen? So, und da probieren wir mal dran zu arbeiten. Und zwar reitest du mal einfach andere Linien. Du reitest von der Viertellinie weg. Viertellinie weißt du. Und kommst oben an, parierst im einfachen Wechsel durch, galoppierst neu an. So, dass das Pferd das erstmal vergisst, was wir da gemacht haben. Okay? So. Du musst das aber auch dann nachvollziehen. Sitzen bleiben und du darfst jetzt nicht rumexerzieren. Du lässt ihn einfach geradeaus gehen, so wie du das jetzt machst. Nichts machen. Nichts machen. Nichts machen. Nichts machen. Nur vorwärts. Loslassen und vorwärts reiten. Loslassen und vorwärts reiten. Und Schritt. Geht doch. Ich habe Reiterinnen gehabt, die konnten keine Diagonale mehr reiten. Die fingen an, abzuwenden und ritten eine Traversale. Dem kann man auch begegnen. Da gibt für alles, was ein Pferd macht, gibt es eine Korrektur. So. Okay. Okay, das Gleiche machst du nochmal. Ganz gerade loslassen, nicht rumexerzieren. Einfach weiter. So. Okay, Schritt. Nochmal angaloppieren. Jetzt die Viertellinie nehmen. So, vorwärts reiten. So. Jetzt reitest du einfach vorwärts auf die Viertellinie zu. Nur nicht hinten auf die, einfach geradeaus, zulegen, zulegen, zulegen. So, jetzt aufnehmen, rechter Zügel, Wechsel. So, und weiter. Jetzt hat er nicht die Gelegenheit wahrnehmen können und bleibt stehen. Und der nächste Schritt ist normalerweise, wenn ein Pferd so ungehorsam ist, dann bleibt er stehen und steigt. Das ist das Nächste. So, mal durch die Bahn wechseln, wieder Arbeitstempo halten. Und den Wechsel machst du dann, löst du aus, wenn ich dir sage. Geradeaus. Zulegen, zulegen. Jetzt zurücknehmen, zurücknehmen, zurücknehmen und wechseln. Komm, komm. Also nicht, da musst du aufpassen. Wenn da vorne nachspringt, ist es nicht so schlimm wie hinten. So, mal weiter, geradeaus. Und etwas zulegen. Wir wollen ja versuchen, ob wir da nicht einen guten Wechsel zustande kriegen. So, jetzt auf dem Hufschacht noch mal ein bisschen vorwärts reiten. So. So, nicht zu doll, nicht zu doll. So, ist gut. Okay. Und jetzt machst du Folgendes. Jetzt reitest du mal Schritt. Jetzt muss ich dir was erklären. Wenn Pferde sowas machen, dass der Wechsel noch nicht kommt. Die Pferde, weil du immer Hufschlag reitest, auch sonst, wenn man zu Hause ist, reitet man oft den Hufschlag. Dann wollen die Pferde natürlich gerne wieder zurück. Dann reitest du traberartig etwas zur Seite auf diesen Hufschlag, auf den dritten, vierten Hufschlag und löst den Wechsel zur Außenseite aus. Verstanden? Nee. Ich bin jetzt das Pferd, du die Reiterin und du drückst mich jetzt hier auf den dritten, vierten Hufschlag. Reitest geradeaus und machst den Wechsel nach außen. In dem Moment, wo du fühlst, das Pferd will nach außen springen, will wieder zum Hufschlag. Im Handgalopp erst und dann zum Außengalopp. Ja, also wenn das nicht so kapierst, dann machen wir das nochmal. Ist kein Problem, wir haben Zeit und wir müssen auch Zeit nehmen. Es sei denn, der Herr Henning, der sagt, jetzt ist aber Schluss. So. Nee, ich versuche das einfach mal. Aber du bleibst einfach im Fluss nach vorne und nimmst den flachen Schenkel und dann, nein, falsch verstanden, Hufschlag. Okay? Du musst zum Hufschlag kommen und dann drückst du das Pferd, wenn du auf dem Hufschlag bist, nach innen, traversartig nach innen. So, weiter. So, weiter am Hufschlag. Jetzt drückst du traversartig nach innen. So, und jetzt den Wechsel. Komm. So, weiter. So, du musst mal erstmal den Ungehorsam rausholen. So, jetzt leg mal zu. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Nein, kein Wechsel. Weiter, weiter, vorwärts. So, du musst immer das machen, was ein Pferd nicht von sich aus so macht. Ne? Gut, weiter, weiter. Mal zulegen. Etwas zulegen. So, jetzt nimmst du ihn nach oben hin, wechsel nach rechts. So, aufnehmen. So, den haben wir schon mal. Okay. So, nochmal etwas zulegen. So, gut. Jawohl. So ist gut. So, und da machst du das gleich auch,
Du gehst auf dem Hufschlag, machst das Gleiche, was wir vorhin gemacht haben, nicht? Aber nicht zu kurz das Tempo. So, leg ein bisschen zu, mehr nach innen kommen, mehr nach innen. Nach innen. So. So, weiter, genau. Mit der Zeit wird er dein, so, ist gut. Durchparieren zum Terap. Terap, weiter. So. Okay. Du hast ja eine Gerte, nicht? Jetzt machen wir noch was anderes. Jetzt nimmst du die Gerte mal nach innen. Lass mal einen Moment Schritt gehen. Es ist immer so, dass also dieses Pferd wehrt sich in dem Moment, wo sie mit dem Sporn, das heißt den äußeren Schenkel herannehmen will, damit das Pferd ein Signal bekommt zum Springen. Aber sie kitzelt dann mit dem Sporn das Pferd und dann hat er natürlich sich angewöhnt, erstmal anzuhalten. Du lobst das Pferd, damit es ruhig bleibt, aber das ist genau der falsche Sinn. Das Pferd weiß ja nicht, was es eigentlich soll. Du musst denken, was soll das? Was wollen wir? Okay? Gut. Galoppieren nochmal an. Wir machen das jetzt mal. Galoppieren mal an. So, gut. Und aus der Ecke kehrt. So, du legst etwas zu. Vorwärts, so, geradeaus, so. So, zulegen. Rund machen, so, vorne etwas, so. Gut. Das Hinterbein funktioniert jetzt. So, jetzt musst du mal ein bisschen ruhig bleiben. So, weiter. So, weiterhalten. So ist gut. Und dann nimmst du die Gerte mal ran gleich. Die Gerte. So, aus der Ecke kehrt. Die Gerte. Die Gerte rannehmen. So, die Gerte rannehmen und wechseln. Gerte rannehmen. So. Nicht? Wo mit hoher Gruppe, das ist alles nicht so schlimm. Jetzt springt er schon mal nicht mehr quer. So ist gut. Durchbrechen zum Terap. So. Okay. Nochmal einmal gleich Handwechsel. Locker. Man muss auch ein Pferd, diese Untugend, die es gebracht hat, mal vergessen lassen. So langsam. Galoppier nochmal an. Wir nehmen die Gerte deswegen außen, weil wir das äußere Hinterbein etwas schneller machen wollen. So, mal einmal ein bisschen zulegen. So, ruhig, aber vernünftig rund halten. So, okay. Aus der Ecke kehrt wieder. So, locker sitzen bleiben. Und die Gerte etwas rannehmen. Locker bleiben. Die Gerte etwas, die Gerte. So, weiter. Jetzt haben wir den Ungehorsam raus. Wir könnten jetzt natürlich weitermachen, bis wir das alles gerecht haben. Es würde ein bisschen zu weit führen. Und mit Gewalt machen wir das nicht. Ne? Okay, so, jetzt versammelst du noch, gehen wir in die hohe Versammlung, zurück, langsam, rund machen. In der hohen Versammlung, sehr gut. Und wende ihn nach vorne. So, gut, komm, bleib dran. So, gut. Jawohl, okay. Geh mal raus und irgendwo machst du den Wechsel nach links. So. Nein, du musst immer aus der geraden Linie was machen. Nicht, dass das Pferd schwankt und dann den Wechsel machen. Verstehst du? Nicht? Okay. So, jetzt gehen wir auf die linke Hand und machen auch nochmal Pirouettenarbeit. Ruhig angaloppieren. Warte ab. Warte. So, nimm mal die Gerte außen. Also ich würde die Gerte immer außen führen. Und zu Hause führe ich immer die Gerte außen, weil ich das äußere Hinterbein etwas schnell mache, damit das Pferd dann einfach etwas mehr, intensiver in Richtung Schwerpunkt springt. So, nimm sie mal zurück und legst weich die Gerte an. Weich, langsam. Weich, nicht störend. Nicht die Gerte störend benutzen, noch zurücknehmen. Äußerer Zügel. So, langsam. Zurück. Erstmal mal langsam galoppieren und dann nimmst du die Gerte. So, langsam. So, gut. Und jetzt schon wieder raus. So. So, und jetzt machst du die nächste Übung. Ich kann das alles immer nur ansatzweise zeigen. Mal durchparieren zum Schritt. So. Moment, Schritt. Jetzt nimmst du ihn auf zur Versammlung. Nimmst die Gerte mal. Und dann galoppierst du an, im Schritttempo verbleiben, nicht nach vorne reiten. Einmal die Gerte, Versammlung, durchs Genick, Versammlung,
mehr versammeln, gehst auf den Zirkel. Nein, nicht so, dann springt er in die Zuschauer rein. Langsam. So, jetzt angaloppieren und ganz Schritttempo reiten. Nur die äußere Hilfe. So, langsam, langsam. So, so, gut. Damit sich der Galopp beruhigt. Und Schritt, Schritt. So. Ne? Das kann man machen, um das einfach mal zu sehen. Wenn ein Pferd in der normalen Galoppade zurückgenommen wird, nimmt es den Schwung und den Galoppsprung nach vorne an, hat dann damit zu tun, weil er dann einfach zu sehr sitzen muss. Und hier ist der versammelte Schritt und man galoppiert an und das Pferd beruhigt sich in der Galoppade selbst und ist sparsam im Verbrauch seiner Kraft. So, die Gerte rechts führen und dann machen wir das links auch noch. Langsam, das ist eine Hilfe, wenn Pferde zum Beispiel nach vorne hin arbeiten zu sehr und lassen sich nicht zurücknehmen, kann man sowas machen. Das ist eine Sache, man kennt also, da gibt es also viele verschiedene Sachen, um Pferde in der Pirouette ruhig zu bekommen, ruhig, trotzdem hinten tragen, langsam, wieder Schritt, nicht? Man will ja das Pferd im Hinterbein setzen, das heißt, es soll durch die Hanken fußen. Durch das Gesetz sein, nun wirklich die Hintergliedmaßen beugen. So, nimm's noch wieder auf, langsam, zurück und nicht schnell werden jetzt vom Galopp her. Langsam, Schritttempo, nur der äußere Schenkel zurücknehmen. Parade, so nicht innen mit dem Sporn immer machen, das musst du dir abgewöhnen, Schritt. Nicht, dass du mit dem Sporn ein Pferd zu sehr, du musst einfach ruhig sitzen bleiben und die Hilfe und dein Signal für diese Lektion muss das Pferd verstehen. Langsam, nein, Schritt. Das sind alles Erziehungsmaßnahmen. Du musst einfach geduldig bleiben dabei. So, ruhig warten, bis das Pferd sich gesammelt hat und du es versammeln kannst. So, die Gerte mal anlegen, damit es ein bisschen so, nochmal, tack, nicht weglassen. Nicht so viel mit dem Schenkel machen. Du treibst so viel mit dem Schenkel, du musst ihn aber so sensibilisieren, dass er deine treibende Hilfe versteht und die du dann nicht mit dem Sporen gibst. Nicht? Locker sitzen. Nochmal die Gerte. Komm. So, ja, mach mal ruhig. Mach doch mal. So, nochmal. So, zack. So ist gut. Jetzt, so. Jetzt galoppierst, bleib ganz ruhig. So langsam. So, die Gerte etwas. So, Gerte dranlegen. So, macht nichts. Wenn er hinten kann, kann er vorne hoch. So, langsam, loslassen, so, wieder zurückspielen, loslassen, so, genau, so, und wieder Schritt. Also, wenn ich immer sage, loslassen, das ist einfach das Wort, was ich in einer Reitstunde immer wiederhole, loslassen. Nur wenn ich vorne loslassen kann, kann das Pferd auch hinten arbeiten, sonst geht es ja nicht. Sonst bremse ich ja immer alles aus und das Pferd versteht es falsch, wirklich die Hinterhand arbeiten zu lassen und über den Rücken zu gehen. Ist eine langwierige Arbeit, ist eine Sache, die nicht nur in einer Stunde zu machen ist, sondern durch immer wieder, während des Wiederholen, das Pferd zu gymnastizieren, in der Muskulatur, im Sehen stark zu machen, nicht nur dort, sondern auch im Kopf, damit er das vergisst, was er gemacht hat. Nicht, dass er also sich querstellt. Wiederhole niemals die Lektion, die du hier wiederholt hast. Immer das wieder an der langen Seite oder wir haben ja so viele Linien in der Bahn. Die meisten Reiter reiten immer nur außen rum. Deswegen, wir haben zu Hause eine 40-Meter-Halle. Da reiten die auch immer außen rum. Wenn ich 60 Meter hätte, würden sie auch immer außen rum reiten. Nein, man muss die Pferde beschäftigen, gymnastizieren und an Lektionen sicher machen. Okay. Jetzt trabst du den noch so ein bisschen ab, dass er vorwärts abwärts geht, sich losgelassen daherläuft. Ganz locker, nicht zu schnell. Und dann, wenn Sie sich das mal anschauen durch die Arbeit, ist das Pferd vom Hinterbein, wenn es jetzt geht, da sehen Sie, dass es so ein bisschen müde geworden ist. Der hat natürlich auch richtig gearbeitet, das sieht man, aber dem darf man langsamer, ruhiger ausbummeln lassen. Langsamer, Annabelle, langsam, so. Langsam, das Pferd soll sich in der Arbeit ausruhen. Ruhepausen während der Arbeit einlegen. Machen wir Menschen ja auch.